Von daher ja, also AK, die Belohnungen, die kommen sehr spät, angeblich Mittwoch, kann durchaus sein, ne? Wie auch immer. Was haben wir denn heute? Wir haben heute tatsächlich Montag. Es kann auch sein, dass sie auch morgen kommen oder Mittwoch, ist mir eigentlich egal. Ich mach mein Ding und bin happy. Ne? Wir haben wieder mehr Leute bekommen. Dafür vielen, vielen lieben Dank an, ja, an wen? Ganz klar, an die Fusionierung. Und zwar, das ist ja immer wichtig, man soll ja Dank zeigen. Okay? Das machen ja heutzutage so wenig. Ich weiß nicht, ich hab's nicht, dass ich jetzt falsch. Genau. Dann Dank an Exo, also X1Ration. Ne? Da haben wir eine Funktionierung gemacht. Das ist halt richtig cool. Wenn ihr da eine chillige Allianz möchtet, dann könnt ihr herkommen. Da mache ich gerne Werbung. Und da gibt es auch gute Spieler, die chillig sind. Und manche, ja, ihr seht ja Anok, 10 Tage offline, scheiß drauf. Ohne. Aber es gibt halt, und das darf man immer für die Hater-Tools ist extra schön Butterbrot schmieren. Man darf das nie. Ja, jetzt schmiere ich das Butterbrot, die Hater sagen, oh, ne? Und ich sage immer, jeder ist halt anders. Es gibt, wir haben jetzt zwei Allianzen, wir haben Fusionierung und Partnerschaft, wir haben eine für richtig chillige Leute ohne Stress und Pflichten, so wie wir es auch schreiben, auch für Anfänger ab 50k, 20k von mir aus und wir können da einfach pushen, die Leute, die sich sagen, hey, scheiß drauf auf Pflichten, ich habe keinen Bock, ich muss jeden Tag 12 Stunden arbeiten oder ich bin Maurer, ich habe 14 Stunden Arbeit oder ich bin Schreiner oder Dachdecker und ich besauf mich immer und dann zocke ich halbe Stunde Marvel, weil das Leben so scheiße ist, dann kommst du in die chillige Allianz zu X1Ration. Familienfreundlich, chillig, ohne Ende. Na? Und wenn du natürlich sagst, hey, ich bin geil auf Zocken bis zum geht nicht mehr, dann kommst du natürlich zu Game of Thrones. Naja, das ist natürlich schwierig, weil wir haben ja mittlerweile noch 2 Plätze frei. Aber ich kann immer noch ein paar Platz frei machen. Das ist auch kein Problem. Denn meine Multi-Accounts, die will ich auch irgendwann nicht mehr zocken. Irgendwann steht es dir im Hals raus, wenn du dich auf andere Sachen konzentrieren willst. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Da gab es ja diesen, was gab es noch Neues? Herkules, genau. Herkules war ja geschenkt worden als 4 Sterne. Da hat ja Kabam auch mal wieder gedacht, what the fuck? Ne, also, Herkules, warum sollten wir einen Herkules herschenken? Und 5 Sterne, was am Anfang ansonsten, dann wird es doch ein 4 Sterne sein. Apropos ganz kurz, ihr merkt vielleicht, immer wenn ich dazu was Geschichte erzähle, sage ich euch ein bisschen auch so Infos. Ne? Und zwar merkt ihr hier, wir sind hier in einem AK-Turnier. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich Allianz Mission mache, habe ich jetzt eine einfache Mappe eingeteilt und ich kann meine Champions von AK auf HM verwenden. Ne? Das kann ich machen. Würde ich jetzt zum Beispiel hier gehen, ich mache so einen Test, also ich gehe jetzt hier nicht rein, dann wäre das nicht mehr möglich. Ne? Dann sagt sich Kabel, nein, mein Freund, so funktioniert das nicht. Das geht nur von Karte 1, ne, und halt bis 3 und wobei eigentlich von Karte 1 bis 2. 3 haben sie es, glaube ich, auch schon geändert. Und da kann man das machen. Wobei eigentlich das Team ganz gut ist. Ach komm. Ich meine, das ist nochmal das Team, oder? Das ist doch das Traumteam. Dr. Doom und Domino. Jawohl. Sehen wir doch auch für die Karte 1. Jawohl, so ist es. So machen wir es. Ja, streamen werde ich auch irgendwann mal demnächst. Aber momentan habe ich keinen Bock zu streamen. Keine Lust. Weil ich meine Videos bearbeite und die mir dann doch nicht gut sind. Außerdem habe ich noch andere Zeug, was ich derzeit mache. Ich arbeite noch an 2 Projekten. 2 Webseiten, riesengroße Webseiten. Genau. Wo waren wir noch? Der AM wird noch bearbeitet. Nächstes Jahr findet einiges neue Funktionen statt.
wird sich vieles verändern. Gold wird aufgewertet, 30% dauerhaft. Das habe ich euch ja auch mal, falls ihr in meiner Allianz seid, auf Game of Thrones, oder falls ihr mit mir mal gechattet habt, what auch immer, habe ich euch das mal gesagt, dass das so passieren wird, diese 30%. Und ja, GBM arbeitet halt immer noch an diesen Fehlerbehebungen, so wie jetzt immer noch. Ich kann wieder nichts machen. Jetzt mal funktioniert geschickt, mal nicht. Ne, daran arbeiten die noch. Das kann aber natürlich dauern. Das wird dauern 1000 Jahre. Das wissen wir jetzt doch schon. Auch wenn ich so gewann, Übersetzungen habe. Die Übersetzung ist alles auf Deutsch. Und baue da was auf. Hab da auch direkt KBM geschrieben gehabt, also einen Ansprechpartner, nicht den Support, wie man so denkt, und nächstes Jahr startet dann das Projekt. Ich werde mich erst nächstes Jahr dazu äußern. Einige Leute haben sehen dürfen, wie das Projekt aussieht, die länger schon bei uns sind. Die anderen werden es erst nächstes Jahr bekommen. Okay? Das wird ein riesengroßes Projekt für Marvel. Das hat irgendwie so ein großes Projekt an KBM. Und ich konnte tatsächlich zwei direkte Mitarbeiter überzeugen, mit mir Kontakt haben. Also, ich weiß nicht, ich sage auch jetzt nicht welche. Ja, exklusiv muss mich schon sein. Damit die ganzen Hater so, es gibt da so viele Hater, die sagen, ah, du musst riesengroß sein, du musst Satan sein, um unbedingt das und diese Möglichkeit, um mit denen reden zu können, bla bla bla. Nee, man muss halt eben, wie ich, Verkäufer gewesen sein oder Handelsvertreter, eine Ahnung, wie man Geschäfte abwickelt, und dann könnt ihr auch ein kleiner Bimp sein, und dann kommt bei euch irgendwann mal ein Telekom-Mitarbeiter, und nicht irgendeiner, sondern der Telekom